Hallo und seid gegrüßt zu meiner wohl letzten Aufnahmesession zu Flatter 2 und damit willkommen auch zu Folge 44 dazu. Ja, es geht so langsam wirklich dem Ende zu und das große Finale naht. Ich habe jetzt in der letzten Folge das Fußball-Event endlich geschafft. Im dritten Anlauf hat geklappt. Haben wieder ordentlich Kohle bekommen. Wenn ich mich recht entsinne, waren das 10.400 Credits und die wollen jetzt noch ausgegeben werden, bevor es weitergeht. So, schauen wir mal kurz rein. Na, der Wagen müsste eigentlich wohl. Fahrverhalten ist gar nicht so schlecht. Das gibt ja ordentlich Geschwindigkeit. Na, ist so viel. Dann das Teil und das war's schon wieder. Echt ganz schön teuer, das Zeug. Aber naja, wollen wir mal kurz gucken, wie der Wagen im Vergleich zum Canyon ausschaut. Dazu muss ich in die Werkstatt. Diesmal komme ich klar hier im Menü. Deutlich schneller, deutlich bessere Beschleunigung, natürlich deutlich schlechteres Fahrverhalten. Kraft weniger, Gewicht weniger, aber dafür deutlich, nein, deutlich nicht. 1,0 mehr Nitro, 1,0, je nachdem. Und dann nehmen wir den Wagen auch gleich mal und schauen mal, dass wir ihn auf die Strecke bringen können. Und dazu machen wir diesen Cup noch auf den Rennstrecken, denn da sind wir bloß Zweiter geworden und ich habe es angekündigt. Ich werde alles auf Goldstatus setzen, hier bleibt einfach gar nichts aus. Maximaler Inhalt für euch, für mich. Natürlich einen Heidenspaß. Irgendwie bin ich gerade blöd vom Start weggekommen. Martinez ist vor mir geblieben, vor mich gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich von Platz 1 gestartet bin. Uiuiui, wo fahre ich denn hier lang? Erstmal ein bisschen Nitro einsammeln. Boah, der verzieht ja ganz schön. Da ist nur Obacht. Aufpassen, nicht die Kontrolle zu verlieren, denn dann könnte es böse enden und dann ist wahrscheinlich schon Platz 1 weg. Aber was hier alles wieder rumfliegt. Neue Aufnahmesession und das versüßt einen gleich den Tag, denn da kommt ein Lächeln aufs Gesicht. Jetzt macht es gleich Krawumms, genau. Da steht nämlich ein Explosivfass oder ein Gastank herum. Und dass der in der ersten Runde mitgenommen wird, ist mehr als wahrscheinlich. Jetzt habe ich gerade Nitro mitten im Sprung genommen. Das war natürlich totaler Quatsch. Was bringt's mir denn, wenn ich keinen Bodenkontakt habe? So, Reifenstapel auch mitnehmen. Und jetzt hier wieder rauskommen, davon vom Gas gehen. Nee, die sollen da mal außen lang fahren. Ich bleibe hier auf der Innenbahn. Der Ray liegt auf Platz 4 mittlerweile. Nitro ist voll, ich habe keinen mehr vor mir und es ist noch, ja, etwas mehr als anderthalb Runden. Ei, verzieht er ganz schön. Halt! Wie das Heck ausholt. Ey! Wer fährt denn da vorbei? So geht es nicht. Ich hau sie zu Brei. Komm etwas spät, aber immerhin kam der Reim noch. Na, du wirst doch wohl nicht, Jack. Boah, also wenn man einmal mit dem Wagen aufs Grün oder auf den Dreck kommt, dann ist es echt schwierig. Sollte ich noch irgendwie im Wald oder auf dem Feld fahren, dann werde ich den Wagen wechseln, denn ist sogar etwas schwierig, auf diesem Asphalt hier noch voranzukommen. Und wie es dann erst werden soll, das will ich mir gar nicht erst vorstellen und auch gar nicht erfahren. Dann nehme ich lieber meinen Canyon. Meinen orangefarbenen Canyon. Boah, auf zwei Rädern hier um die Kurve. Oh nein, was lag da denn? Ach, dieser Arm dort von dem Kran. Oh, das Heck sieht aus. Richtig in der Mitte eingedellt. Herrlich, herrlich. So, aber jetzt kommt die bremst doch jetzt ordentlich. Und hinein. Na, ich hänge am Stein. Oh, hier, der Ray. Aber ich kriege ihn nicht. Oh, nur Platz 4. Letzte Runde. Ich muss weg. Da verzichte ich mal jetzt, mir den Ray Carter zurechtzulegen, dass ich ihn irgendwo in die Wand drücken kann. Oh, wow, wow, wow. Ich will doch nicht schon wieder den Cup als Zweiter beenden. Allerdings sind es noch viele Rennen. Jetzt bin ich hier einmal im Kreis gefahren. Na gut, ich fahre die ganze Zeit im Kreis. Obwohl so ein richtiger Kreis ist, ist ja gar nicht sehr ein Rundkurs. Es wird ja so oft gesagt, oh, hier Autorennen. Nur im Kreis fahren, aber nein. Da steckt mehr dahinter. Das sind auch richtige Kurven dabei und nicht nur im, beziehungsweise gegen den Uhrzeigersinn.
Mit gleichem Radius? Nein, nein. Viel mehr. Oh, hier ist Martinez dabei. Viel mehr Variabilität. Variabilität. Auch gut. Mit drin. So, und jetzt schnell nach vorne. Dann habe ich noch Platz 2. Aber nein, ich muss ja noch dagegen fahren. Und daher wird es bloß Platz 3. Eieiei, das war aber auch gerade knapp hier, wie Martinez an mir vorbei ist. Naja, Platz 3 geht ja auch noch. Kann ich mitleben. Daher haben wir auch bloß 6 Punkte. Oh, und das ist wirklich eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Da lohnt es sich auf jeden Fall, den Wagen zu nehmen. Gucken, ob ich den Start richtig hinbekomme. Im richtigen Drehzahlbereich. Aber Martinez prescht trotzdem nach vorne. Wie nix. Weg da. Upsa. Nee, ich will hier außen lang. Hab nämlich keine Lust, den Laster mitzunehmen. Jetzt kriege ich den Wagen nicht unter Kontrolle. Mann, 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 Mann. Weg, ich muss hier lang. Hab's eilig. Boah, wie der Wagen schlenkert. Ah, da fährt er ordentlich Power unter der Haube. Bam. Wow, Nitro voll. Und Martinez, nee, Sally Taylor ist zu. Oh, und ich glaube, ich habe in diesem Let's Play auf diesem Rundkurs das erste Mal nicht meine geliebten Reifenstapel da drüben mitgenommen. Na, hoffentlich sind die im nächsten Umlauf auch noch da, denn sonst gibt es richtig Stress. Dann kann ich schon mal richtig ungemütlich werden. Erstmal wieder rankommen. Upsa. Nitro fast alle und hier scheint die Sonne schön rein. Oh, wow, wow, wow. Das war wieder richtig eng. Wäre schon noch beinahe hängen geblieben. Und jetzt muss ich echt mal vorankommen. Nitro erstmal einsammeln. Hier oben steht noch alles, so wie es scheint. Genau. Dann nehme ich das doch gerne mit. Dass ich mir die Reifen im Wagen kleben. Wir sind doch hier nicht bei Pitstop. Yo, 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 yo. Und da bleibe ich doch an diesem Laster hängen, an diesem Anhänger. Muss vorbei. Keine Zeit für Spielchen mit Ray. Benton muss auch weg. Oh, jetzt kommen wir diese blöde Kurve hier. Und Jason Walker mit seinem Speed Devil abgeräumt. Und Martinez fliegt da. Und landet etwas ungünstig. Und vorbei. Aber es ist noch eine Runde. Das war noch nicht die Zieldurchfahrt. Und Jack Benton ist einfach mal Schrott. Wer hätte das gedacht? Vielleicht war ich ja vorhin ein Initiator. Oh, wow, wow. Geht's richtig rund. Vielleicht war ich ja ein Initiator. Dieses. Oh, Markov auch noch. Dieser Schrottung. Aber mein Wagen qualmt jetzt auch schon. Er hat schon ziemlich viel mitbekommen. Nicht zuletzt durch diese Flugeinlage. Und Walker auch noch. Mann, hier geht's ja zack auf zack. Und nicht Comedy nach Maß. Und mit dem Nitro ins Ziel hinein, Platz 1. Ja, was soll es denn sonst sein? Gut, beste Rundenzeit gehört mir auch. Und Martinez ist Zweiter geworden. Und Benton Walker, das ist ein richtig herber Rückschlag für die. Hä? Schnellste Runde nicht? Habe ich da jetzt irgendwie bloß nicht richtig hingeguckt? Hm, das ist jetzt die Frage. Aber erstmal Platz 1. Das ist schon mal gut. Und jetzt 3 Runden hier. Mal schauen, wie es hier werden tut. Aber erstmal wieder ins Schaufenster rein. Denn das bringt uns Nitro und für den Start gar nicht mal so unwichtig. Aber leider konnte ich mir jetzt niemanden vor die Haube legen. Als dass ich das Nitro hätte richtig einsetzen können. Naja, die ganzen Schilder auch weg. Wer stellt die auch so nah an den Streckenrand? Macht ja keinen Sinn, denn danach muss man sie wieder aufstellen. Oh oh. Okay, die haben sich da richtig gedreht. Walker und Carter. Oh, und ich mich auch fast. Heidet aus. Durch die Öllache noch hindurch.
Und da sind schon wieder zwei Mädels. Ups, so weit wollte ich jetzt gar nicht raus. Lasst mir noch was vom Schaufenster übrig. Ist zwar kein Kuchen, aber ich bin vorbeigefahren. Au, nichts getroffen. Aber das Auto sonst wohin gehauen. Ey, sag mal. Das gibt's doch nicht. Rausgecrashed, Sally Taylor. Gleich nochmal. Nochmal zurücksetzen und nicht nochmal, die hat sich auch zurückgesetzt. Ein drittes Mal bleibt mir dabei verwehrt. Aber auch so qualmt die schon. Und damit will ich nicht darauf anspielen, dass sie vielleicht Raucherin ist. Nö. Oh! Okay. Habe ich jetzt gar nicht als solches, als Container erkannt, sondern eher als Schild, so wie hier. Okay, das hat meinen Wagen richtig zu spüren bekommen und ich auch, denn ich bin ja rausgeflogen. Aber immerhin funktioniert das Bremslicht noch. Das ist sehr wichtig im Straßenverkehr. Hm. Jetzt nehme ich das Schild aber mit. Ups. Nein. Wagenkamera? Achso, ich bin wieder rausgeflogen. Ich wollte nämlich gerade Nitro drücken, dass ich da wieder wegkomme und man kann nämlich mit Steuerung die Kamera ändern, also entweder Wagenkamera oder eben die Dummy-Kamera, wenn man denn seinen Wagen verlässt. Oh, die drei sind ja richtig weit vorne. Da muss ich mich ranhalten, denn die Runde ist nicht allzu lang. Da sind sie schon nämlich bald im Ziel. Und das vor mir, das gefällt mir gar nicht. Ich habe zwar 3 Punkte Vorsprung, aber die Dinger sind auch schnell aufgebraucht, diese Punkte. Na, Kurve kriegen. Na, hoffentlich behakeln die sich da noch, ansonsten wird das nichts mehr mit einer besseren Platzierung auf dem Podium. Nee, wird nix. Mm-mm. Leider nein. Platz 4 soll es sein. Und Benton hier. So, jetzt bin ich aber die schnellste Runde gefahren. Eindeutig. 1300. Okay. Ja, alles eingesackt. Bloß den Rennsieg nicht. Aber noch 2 Punkte Vorsprung, immerhin. Ne, ich möchte nochmal zurück meinen Wagen upgraden. Habe ich hier noch was? Ich glaube nicht. Nein. Vielleicht fürs Chassis, denn der Kamerad im Wagen fliegt ja schon mal schnell raus. Weniger Gewicht ist der Wagen an sich. Eine Beschleunigung eigentlich besser, aber hat jetzt keine Auswirkung darauf direkt gehabt. Oh, jetzt habe ich... Mist. Das sollte nicht sein. Habe ich bloß Stufe 2 erwischt. Naja. Auf ins nächste Rennen. Hälfte ist geschafft. Und weiter geht's. Ja, die Strecke mit dem frühen Walker werdet ihr, wenn die Folge raus ist, doch hoffentlich gesehen haben. Mit diesem Titel im Video. Die Sonne blendet aber ordentlich. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt mal auf Platz 1 vorfahre, denn ich weiß ja nicht, was in den nächsten Rennen noch kommt. Und ein sicherer Sieg wäre ja auch mal was. Ganz gut fürs Gemüt. Okay, da habe ich irgendwas angeschossen mit dieser Kabeltrommel. Mein Reifenstapel, den lasse ich mir nicht nehmen. Was mitnehmen tue ich auch noch, nämlich 2 Reifen noch auf der Motorhaube bzw. im Cockpit. So halb drin. So, war hier nicht auch noch ein Reifenstapel? Nee. Hier waren bloß die Schilder rechts. Oh, die Kurve habe ich nicht ganz gekriegt. Mit dem Heck noch hängen geblieben und das war fatal. Martinez. Oh, Ray Carter auf Platz 3. Okay, ich hab's schon verschrien. Da ist auch gleich zurückgefallen, da haben ihn 2 überholt. Der arme Kerl. Noch gar nichts groß gecrashed, beziehungsweise... Ja. Ich habe mich schon aus dem Wagen gecrashed, aber noch keinen anderen. Aber ich bin jetzt einfach mal auf Punkte aus.
Denn die sind ja nicht ganz unwichtig, um Platz 1 einzufahren, denn nämlich am wichtigsten. So, gleich mal die letzte Runde. Ups. Diesmal habe ich hier die Ecke gut erwischt und habe auch jetzt etwas Vorsprung. Die halten sich doch etwas auf, die Kollegen. Ich bin schon um diese Kurve rum, die ist noch nicht mal Start und Ziel, doch jetzt. Wenn ich das jetzt verkacke, dann gute Nacht. So, jetzt hier noch an dieser Baustelle vorbei, wenn hier nicht irgendwie was blöd liegt und ich mich hier sonst wo rumwickel. War das schon fast der Rennsieg, aber jetzt kommt nochmal so ein Zaun. Ne, so ein Werbeschild hier dazwischen. Hat mich schon etwas aus der Fassung gebracht. Oh, Sally Taylor. Ah, überrunden werde ich sie nicht ganz. Und wir sehen keinen Gummibandeffekt, denn die Gegner sind immer noch recht weit hinten. Und im Ziel, aber ich stehe ziemlich ungünstig. Na, wie geht das aus? Ich warte einfach mal. Genau, das habe ich schon erwartet. Eieiei. Guter Schluss für diese Folge. Schaltet wieder ein. Bis zur nächsten. Ciao, tschüss.